Ja, moin moin. Wir sind hier bei der zweiten Folge von unserer Videoserie Küchenschnack. Küchenschnack, werden Sie sich jetzt fragen? Ja, heute ist was Besonderes. Heute haben wir nämlich kurzfristig entschlossen, unseren Küchenschnack in den Schafstall zu verlegen. Und das hat einen guten Grund. Wir sind nämlich hier auf der Deichschäferei Moorhausen. Moorhausen liegt im Landkreis Wesermarsch, aber nur 10 Kilometer vom Stadtzentrum von Oldenburg entfernt. Und meine Gesprächspartnerin ist heute Birgit Dreier. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir hier sein dürfen, Frau Dreier. Erzählen Sie doch mal kurz, wo sind wir denn hier? Deichschäferei haben wir hier, hier oben an den Küsten mehr. Wie sieht das so aus hier mit den Deichschäfereien in Ihrem Einzugsgebiet? Ja, wir sind hier im Gebiet des zweiten Oldenburgischen Deichbandes. Wir haben 8 Deichschäfereien in diesem Gebiet. Die Deiche gehen von oben von Dangast und dann um den Jadebusen um zu und dann Richtung, gehen wir an die Weserdeiche bis nach Oldenburg, ja, zur Kläranlage da oben. Und Sie bewirtschaften jetzt hier zusammen mit Ihrem Mann diese Deichschäferei? Ja. Ja, vielleicht, Frau Dreier-Esch, erzählen Sie ein bisschen von Ihrem Werdegang. Wie sind Sie angefangen? Wie hatten Sie den ersten Bezug zu den Schafen? Wie ging das überhaupt los? Ich habe, glaube ich, von meinem Konfirmationsgeld mein erstes Schaf gekauft. Ja. Damals, oder mein erstes Lamm, und habe dann immer Schafe irgendwie gehabt. Ich hatte eigentlich immer irgendwie Tiere und bin dann halt an Schafe gekommen und habe dann halt mein ganzes Leben so, ja, eben halt seit meinem 15. Geburtstag Schafe gehabt und die wurden dann immer mal mehr. Nachher haben wir dann in Bollenhagen, wo wir vorher gewohnt haben, so gute 100 Mutterschafe gehabt, was eben halt neben der Arbeit zu bewältigen war. Sie haben es also dann im Nebenerwerb gemacht? Wir haben es im Nebenerwerb gemacht. Ich habe zwar damals die männliche Lehre als Landwirt gemacht, habe dann auch Fachschule gemacht. Sind also ausgebildete Landwirtin? Ja, genau. Ich kann das halt alles und habe es auch gelernt und bin dann aber umgestiegen, weil Landwirtschaft so als Knecht die ganze Zeit irgendwo arbeiten. Meine Eltern hatten keinen Betrieb, ja. Wollte ich halt auch nicht und dann bin ich halt umgestiegen und habe eine Lehre nochmal gemacht als Tierarzthelferin in einer Großtierpraxis und da habe ich bis vor 2 Jahren auch immer gerne gearbeitet und ich habe es auch die ganze Zeit über immer gemacht. Konnte da auch ganz viel Erfahrung sammeln und habe aber da immer schon meine 100 Schafe nachher so die letzten 10, 12 Jahre mit meinem Mann zusammen gehabt. Und ja, und dann kam eben halt diese Ausschreibung mit der Deichschäferei und es hatte uns immer schon mal irgendwie gereizt, irgendwie mehr zu machen mit den Schafen. Und dann haben wir uns halt einfach mal beworben. Klasse. Und ich habe gehört, es waren 18 Bewerbungen da. Das hätte ich gar nicht so gedacht, dass so ein großes Interesse an so einer Deichschäferei besteht. Und Sie haben den Zuschlag bekommen. Ja. Klasse. Fanden wir auch gut. Und seitdem sind Sie hier. Wie hat sich Ihr Leben verändert? Sie haben Ihren Hauptberuf als Tierarzthelferin dann an den Nagel gehängt. Den habe ich komplett an den Nagel gehangen. Ich habe dann letztes Jahr erstmal die Deichschäferei hier so im Großen und Ganzen alleine gemacht, hatte ab und zu mal Praktikanten und meinen Mann natürlich immer nach Feierabend, weil der noch gearbeitet hat und am Wochenende. Und jetzt habe ich das große Glück, dass mein Mann ganz bei mir ist seit dem 1. Januar. Klasse. Und wir aber immer noch auch Leute oder 2 Helfer haben, die uns mithelfen. Hauptberuflich Deichschäferin zu sein, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Schafe haben Sie? Wie viel Fläche haben Sie? Ich habe gehört, Sie haben voriges Jahr nochmal eine Nachbarschäferei mit übernommen, mitgepachtet. Das heißt, reichlich Arbeit ist dann ja da. Reichlich Arbeit ist da, ja. Das stimmt. Wir haben inzwischen so um die 800 Mutterschafe oder Mutterschafe noch nicht. Wir haben jetzt dieses Jahr in diesem Winter Lamm 350 ungefähr. Ab nächstes Jahr werden es dann 800 sein.
weil wir jetzt ab 1.11. die zweite Deichschäferei mit übernommen haben. Hier im Nachbarort, 3 Kilometer weiter oder 3-4 Kilometer ist es nur, mit den Hallen dabei und den Deichen dazu und daher nochmal wieder aufstocken mussten. Wir haben jetzt nochmal 400 Lämmer dazu gekauft, die wir jetzt aber einmal überlaufen, sagt man, lassen. Und die dann jetzt im nächsten oder dieses Jahr im August, ab Juli, August, September beim Bock kommen und dann im nächsten Winter halt alle ablammen. Also, ja, dass wir dann im nächsten Winter eine Ablammung von 800 Mutterschafen haben. Donnerwetter. Ja. Wir sitzen jetzt im Schafstall. Gerade vorige Woche sind die ersten Lämmer gekommen. Die, ja, Lammzeit hat begonnen. Wie muss ich mir das arbeitsmäßig vorstellen? Die Ablammzeit, ist es so, dass Tag und Nacht da reges Treiben herrscht, dass sie immer dabei sind bei den Geburten? Wir versuchen grundsätzlich bei den Geburten dabei zu sein. Klappt nicht immer, aber meistens, auch nachts. Es wird ist so bei uns, dass wir überall Kameras haben im Stall. Ich die auf dem iPad sehen kann und wenn ich auch nachts im Bett liege und meistens ist so, dass wir jetzt momentan gehe ich um 12 ins Bett, stell mir den Wecker schon mal wieder auf 2:30. Ja. Wenn nichts, wenn um 12 halt alles ruhig ist, dann kann ich bis 2:30 schlafen und guck dann halt aufs iPad, ob was im Stall los ist, ob es ruhig ist. Und wenn alles ruhig ist, dann stelle ich mir wieder auf 5 und um 6 stehen wir sowieso auf. Ah ja. Und wenn halt irgendwas ist oder auch wenn, dann bleibe ich halt die Nacht über wach und dann muss mein Mann morgens die Arbeit erledigen. Das heißt, diese Wochen sind mit wenig Schlaf verbunden. Ja. Wie lange dauert die Lammzeit ungefähr bei Ihnen? Die Lammzeit geht jetzt erstmal bis Mitte, Ende März, so ungefähr. Und dann kommt nochmal eine kleine Ruhephase und dann Ende April gehen nochmal, da kommen nochmal 80 Jungschafe, die das erste Mal lammen. Ah, ja. Die kommen nochmal hinterher. Durch diese Aufstockungsphase kommen, genau, die jetzt auch, ja, nochmal dazu. Ja. Sie haben von Anfang an Suffolk-Schafe gehabt. Was, ja, macht den Reiz dieser Rasse aus und warum sind Sie bis heute dabei geblieben? Den Reiz, ich hab mal in der Schafzuchtzeitung gesagt, ich mag die einfach. Ja. Und das ist auch immer noch so. Ich finde, das sind einfach unheimlich schöne Schafe. Mhm. Es ist auch so, ich habe auch überhaupt keine Probleme, die zu vermarkten. Und ich finde wichtig, wenn man irgendwas macht und irgendwas züchtet, dann muss das auch so sein, dass ich das vermarkten kann, mhm, ohne dass ich jemanden anschwatzen muss. Ich kann jeden Schlachter anrufen und der sagt sofort, ja, bring sie her. Ja, weil die auch eine entsprechende Fleischfülle, genau, da die haben, ja, haben halt was. So, mhm. Während so bei, wenn ich jetzt Heidschnucken hätte oder so, da muss man erstmal einen Spezialschlachter dafür finden, ja, der sie einem abnimmt. Mhm. Ne? Sie vermarkten überwiegend die Lämmer an einen größeren Schlachthof hier in der Region, in der Wesermarsch in Elsfleth. Ja. Und aber einige gehen dann auch noch zum Ladenschlachter. Wir haben noch einen Ladenschlachter, einen zweiten dabei, der auch immer regelmäßig Lämmer von uns bekommt. Und aber wir versuchen, einen Großteil eigentlich über die Zucht zu verkaufen. Ja. Sie sind engagierte Züchterin, ja, erfolgreiche Züchterin, seit Jahrzehnten könnte man sagen, Frau Dreyer. Was waren so Ihre größten Zuchterfolge? Der größte Zuchterfolg war vor 3 Jahren in Bayern, in Dettelbach. Da haben wir den Bundessieger gehabt. Donnerwetter. Auf einer Elite-Auktion und das war bis jetzt das Beste. Klasse. Und wir warten gerade auf die nächste Elite-Auktion und ich möchte doch meinen Titel irgendwann mal verteidigen. Ja, sehr schön. Sie beschicken aber auch die regionalen Verbandsschauen. Ja, ja, wir sind in Kloppenburg, sind wir auch immer regelmäßig vertreten, hatten wir dieses Jahr auch den Siegerbock. Ja. Und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Das heißt, Sie sind auch mit mehreren Böcken regelmäßig auf den Auktionen vertreten, ja, zum Verkauf. Ja, ja. Wir, mhm, haben jetzt gerade auch wieder 12 Lammböcke da, also das sind jetzt Jährlingsböcke, wo wir letzte Woche 9 Stück schon mal von gekürt haben. 6 davon sind jetzt für dieses Jahr wieder für die Elite und, mhm, der Rest geht dann halt, wenn es denn so sein soll, nach Kloppenburg im Sommer.
So. Ist das noch möglich? Auch so, früher waren Sie ein kleinerer Betrieb im Nebenerwerb. Da kann ich mir das gut vorstellen mit der Zucht, dass das läuft. Wird das schwieriger, in so einem großen Bestand zu züchten und die besten Tiere da rauszusuchen? Nein, es ist ja, ein Teil ist ja nur 100, ungefähr 120 sind im Herdbuch, der ja. Rest nicht. Mhm. Der Rest ist reine Fleischproduktion eigentlich. Ja. Wir möchten aber diese 120 im Herdbuch gerne behalten und werden die halt auch immer ein bisschen gesondert aufstallen und aufweiden. Also das haben wir jetzt dieses Jahr beschlossen, weil der Bestand halt jetzt so groß wird, dass wir nicht überall mal da ein Herdbuchschaf zwischen haben können, sondern wir separieren die jetzt und packen die in extra Gruppen. Und aber das ist mein Hobby und oder unser Hobby. Ja, schön. Und das möchten wir auch gerne beibehalten. Und das ist dann auch unabhängig von der Größe. Und diese 100 gehen. Tiere im Herdbuch möchten Sie dann auch gerne behalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ihr Mann ist ein fleißiger Helfer. Dann haben Sie noch eine Aushilfe. Ja. Und dann haben Sie Hütehunde. Ja. Die haben wir hier dabei. Vielleicht können Sie sich mal einen schnappen. Ja, wir haben jetzt gerade seit Sonntag unsere Wilma. Hallo Wilma. Das du bist hier die Neueste auf dem Betrieb. Ja, das wird die ganz Neue. Sie soll mal irgendwann ganz doll hüten. Und unsere Alte war verstorben. Und jetzt haben wir uns am Sonntag unsere neue Wilma geholt. Die muss jetzt ganz viel lernen und muss dann mal nächstes Jahr mal gucken, dass wir das hinkriegen. Mhm. Und ansonsten zum Arbeiten haben wir jetzt noch unseren Bubi. Ne, Bubi? Bubi, komm mal ins Bild. Jawohl, ja, da ist Bubi. Der ist auch immer dabei und der muss jetzt Wilma anlernen. Ah ja, und beide sind Harzer Füchse. Ja, es sind Harzer Füchse, ist eine altdeutsche Hütehundrasse, die nicht ganz so wusselig ist und wir finden die halt toll und sind auch so ein bisschen, ja, sie haben halt bei uns Familienanschluss. Ach, wie schön. Und, ja, klasse. Dürfen immer dabei sein. Ja. Ne? Ja. Sehr schön. Wir sind hier mitten im Stall. Wie sieht das mit den Schafen aus? Sie sind ja überwiegend draußen, stelle ich mir so vor. Ja. Wann kommen die im Stall? Eigentlich nur zur Ablammung oder sonst auch? Nein, die kommen eigentlich nur zur Ablammung in den Stall. So 3-4 Wochen vorm Ablammen ungefähr, je nachdem, wie die Wetterlage ist. Und das reicht, also 14 Tage reicht auch. Aber alle lammen dann hier im Stall quasi unter ihrer Kontrolle? Alle Schafe lammen im Stall unter, also soll so sein. Ja. Und eigentlich ist es auch so. Ja. Und das auf jeden Fall. Und ansonsten sind die eigentlich draußen, ja. Die sind draußen, ja. Wie lange bleiben die hier jetzt im Stall? Die bleiben jetzt im Stall, bis wieder Gras auf dem Deich ist. Also die kommen jetzt nicht wieder auf irgendwelche Fremdweiden oder sonst irgendwas, sondern die bleiben schon so lange drin jetzt bis. Und wenn das Graswachstum März, April wieder losgeht, genau. Dann und die Deiche, also wir los. Haben so ein, es gibt so eine, man sagt halt, der Deich muss ja eine gewisse Festigkeit wieder haben, damit er nicht kaputt geht von den, also auch die Schafe könnten ihn ja kaputt treten, letztendlich die Grasnarbe. Und das soll ja nicht sein. Und wenn das wieder gegeben ist, dass die Feuchtigkeit raus ist vom Winter und das Gras anfängt zu wachsen, dann kommen die Schafe auf den Deich. Schafe gehören zu den wichtigsten Pflegern vom Deich, weil sie nämlich den Deich festtreten. Genau, mit ihren kleinen Füßen trippeln die da rum und walzen. Und Walzen, richtig, genau. Klasse. Naturwalzen. Naturwalzen, kann man so sagen, ja. Nochmal eine andere Geschichte, der Wolf rückt näher überall und es sind auch viele Schafhalter betroffen, weil Schafe immer wieder eine leichte Beute sind. Wie sieht's hier aus? Wir haben hier momentan immer nur Durchläufer, die, sagt man so wohl, die halt immer ab und zu mal durchlaufen und wir selber haben noch keinen Wolfsriss gehabt. Wir haben aber inzwischen unseren ganzen Bestand aufgerüstet. Wir sind momentan ständig draußen und netzen Weiden ein. Wir halten also unsere ganzen Schafe inzwischen hinter
Meter fünf hohen Netzen und sind tüchtig am Arbeiten. Ja, ich denke, der Deich ist fest eingezäunt und diese Netze werden dann eingezäunt in den übrigen Weiden und vor allen Dingen auch im Herbst in den Weiden der Landwirte. In den Winterweiden, ja genau. Ja. In den Winterweiden, die sie zum Nachweiden haben. Ja. Die Deiche an sich haben ja alle eine Einzäunung und die kann man dadurch, dass wir ja auch sehr viel Besucherverkehr hier haben, ist es ja kaum möglich, die wolfssicher einzuzäunen. Ja. Wir können über diese ganzen Klapptore, die da sind für die Besucher, für die Radfahrer, da können wir kein Draht drüber spannen. Nee, und da kommt auch jeder Wolf drüber. Ja. Also unsere Hunde kommen drüber und dann kommt auch jeder Wolf drüber. Ne? Ja, klar. Und das geht ja gar nicht. Die Zäune werden ja bezahlt, gefördert, die Elektrogeräte auch. Aber was ja nicht gefördert wird, ist die Wahnsinnsarbeit. Und wenn ich von Ihrem Mann höre, der ist den ganzen Tag nur unterwegs, um einzuzäunen, dann ist das ja mit unwahrscheinlich viel Arbeit verbunden. Ja, das ist ganz viel Arbeit. Und es wird ja, gut, die Netze werden gefördert, aber wir haben uns jetzt inzwischen einen Quad angeschafft, das wird nicht gefördert und die Arbeitskräfte, die wir dafür brauchen, werden ja auch nicht gefördert. Nee. Und momentan, ich falle aus, weil ich hier im Stall bin, in der Ablammzeit. Ja. Und das muss ja trotzdem alles erledigt werden. Mhm. Die Schafe, die draußen sind, müssen ja auch wieder was zu fressen haben. Und bei dem Wetter jetzt mit dem Regen und so, ist es ja auch, dass wir wieder schneller umnetzen müssen, weil die Weiden sonst verdrecken und die Landwirte das ja auch nicht möchten. Mhm. Also es ist immens, was da auf sie zukommt, zusätzlich an Arbeit eben, wo sie ohnehin schon gut zu tun haben, ne, mit so einer großen Herde, mit so einer gewachsenen Herde. Ja. Und dann kommt noch das Aufstellen und Abbauen der Netze immer dazu. Ja. Ne? Ja, ja. Die Deichschäferei Moorhausen liegt, ich sag mal, 10 Kilometer von der Stadt Oldenburg entfernt, von der Stadtmitte. Und sie haben schon von Anfang an, als die Deichschäferei hier gebaut wurde, ein Infozentrum dabei. Ja. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen sagen? Natürlich läuft das jetzt nicht unter Corona-Bedingungen, aber was ist da so geplant? Was möchten Sie da machen? Ja, wir haben ja unseren Seminarraum hier, der fast ungefähr, kann bis zu 80 Personen erfassen. Ja. Und mit Toiletten und Sanitär ist alles halt da und mit Sicht in den Schafstall. Ja. Und wir haben eigentlich geplant, dass wir Schulklassen und halt Privatpersonen und irgendwelche Veranstaltungen hier machen möchten, die jeder halt, ja, jeder kann kommen und sagen, ich möchte mal. Ja. Und dann machen wir irgendwas möglich. Ja, wie schön. Und es kann auch jeder in Schafstall, der Schafstall ist immer öffentlich, so soll es eigentlich sein. Jeder bekommt eine Erklärung, wenn er hier ankommt und sagt, ich möchte mal wissen, wie, dann soll er die auch bekommen. Mhm. Also ist quasi nicht nur ein offenes Haus, sondern auch ein offener Stall. Ja. Sie haben ständig Tag der offenen Tür. Wir haben, wenn jemand möchte, haben wir ständig Tag der offenen Tür, ja. Wie ist das im Sommer? Hier am Deich, der ist ja nicht so weit entfernt, da ist eine direkte Verbindung zu Ihrem Stall. Nutzen das dann auch Radfahrer, die dann einfach mal rüber gucken? Nein, eigentlich weniger. Wir hatten jetzt, letzten Frühjahr haben wir mal irgendwann, wir müssen ja auch Müll sammeln. Ja. Am Deich. Mhm. Und da waren wir am Müll sammeln und dann kam ein Vater mit seinen Kindern an und sagte, Mensch, ich finde das eine tolle Idee, dürfen wir mithelfen? Ah ja, sehr schön. Und der hat dann halt, kam den nächsten Tag und hat den ganzen Tag mitgeholfen und dann dafür durften dann die Kinder nachmittags mit, also die hätten auch sonst in den Stall gedurft, aber er hat dann so zu den Kindern gesagt, dann dürft ihr halt auch in den Stall. Ah ja. Und dann haben die halt hier Picknick im Stall gemacht und ja. Also das hört sich nach einer... momentan ist ja halt alles wegen Corona ja. Gestoppt, ne? Ja, es kommt auch keiner hier in den Stall und sagt, darf ich mal gucken. Ja, aber eine Öffentlichkeitsarbeit ansonsten ist ein wesentlicher Punkt für Sie, den Sie auch weiter verfolgen wollen. Ja. Und quasi jeder kann kommen, Schulklassen, Kindergärten, Vereine. Wer gucken will, der ist herzlich willkommen. Ja, ob Radgruppen oder sonst irgendwie jemand, ist jeder herzlich willkommen, ja. Dankeschön, das war ein wunderbarer Schluss, Frau Dreyer. Schön, dass wir hier sein durften im Rahmen unseres Küchenschnacks. Den Küchenschnack haben wir kurzfristig umfunktioniert im Stall. Ja. In einen Stallschnack, hat hundertprozentig funktioniert, mitten im Schafstall, bei Ihren Suffolks, bei Ihren Hunden. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Bitteschön.